Schwarmaggression. Wir suchen Themen für unseren Podcast Expedition in die Forschung und du kannst mitreden. Zentrale Rolle bei der Koordination eines Bienenschwarms während der Verteidigung gegen Fressfeinde spielt ein Angriffspheromon. Der Duftstoff wird erst von Wächterbienen abgegeben, das stachelt Arbeiterbienen an, die dann beim Stechen ebenfalls das Pheromon freigeben. Im Labor fanden ForscherInnen der Unis Konstanz und Innsbruck heraus, dass die Bienen zwar mit steigender Konzentration des Pheromons aggressiver werden, bei sehr hohen Konzentrationen aber wieder weniger häufig zustechen. Das verhindere vermutlich unnötige Opfer unter den Bienen, die ja beim Stechen sterben. Die Konzentrationen des Pheromons, bei denen die Bienen einen Angriff beginnen oder abbrechen, sind bei verschiedenen Arten unterschiedlich. Im Computermodell entwickelten die ForscherInnen eine Hypothese, wie diese Schwellenwerte von der Art und Häufigkeit der Fressfeinde abhängen könnte. Das soll an afrikanischen Arten überprüft werden. Spannendes Thema? Lass es uns wissen. Tschö!